Herzlich willkommen auf Schloss Königshain. Mein Name ist Romy Pietsch und wir befinden uns hier im Atelier von Florian und Özlem Nörl. Das sind unsere Via Regia Stipendianten. Sie sind jetzt 6 Wochen hier vor Ort auf Schloss Königshain, machen Art in Residence. Das heißt, sie leben und arbeiten hier, lassen sich von der Umgebung beeinflussen und links, rechts und hinter mir sehen Sie ein paar Werke von den Künstlern. Rechts sind hauptsächlich die Arbeiten von Florian Nörl zu sehen, der hier auch eine Ausstellung hat mit dem Titel Textilstein. Aber da er hier seine ganzen Utensilien, seine Werkzeuge, seine Stoffe und Maschinen braucht für seine Arbeit des Textilsteins, beschäftigt er sich hier mit der Region, mit der Malerei. Also er lässt sich mal wieder auf was Neues ein. Er sagt, die Farben entstehen neu und auch Bilder und er experimentiert. Und Özlem Nörl, links neben mir, kommt ursprünglich aus der Theaterbranche, macht Bühnenmalerei, hat dies in Izmir und in Linz gelernt und hat sozusagen sich jetzt hier der Minimal Art verschrieben. Man sieht hier Darstellung der Frauenkirche, diese Flügelwesen, die in Görlitz zu sehen sind. Auch beschäftigt sie sich mit Türen, Ranken. Also als Vorlage nimmt sie meist Fotos oder wie es hier in Königshain wird, das werden wir später noch sehen. Der erste Tag, sie sind angekommen, sie hat sich sofort inspirieren lassen vom Kavalierszimmer und hat sofort eine Zeichnung gemacht. Das war die allererste und danach Schloss Königshain. Links drüben sehen wir die Skizze, das heißt Minimal Art in reduzierter Form, die Architektur zu zeigen und dann mit anderen Ornamenten nochmal zu verschönern und sich einzulassen auf die Arbeit. Wir befinden uns hier im runden Saal in der Belle Etage vom Schloss Königshain. Das war der Wohnraum von Herrn Schachmann und er hat hier die barocke Tapete ausgewählt, diese aber umgedreht und sehr reduziert gehalten, als wie es zur Zeit des Rokokos üblich war. Links sieht man die Spuren der Ornamentik der umgedrehten Tapete, also es sind die Reste von der Rückseite zu sehen. Hier sieht man so ein kleines Spiegelbild zu den Stoffen. Florian Nörl beschäftigt sich ja mit Textilien verschiedener Art und in Ziggurat hat er diese aufeinander geschachtelt. Ziggurat bedeutet so viel wie die Pyramiden, die treppenmäßig übereinander gestapelt sind und der göttliche Berg. Sozusagen haben wir hier wieder ein Wechselspiel zwischen Herrn Schachmann, der an dem pietistischen Glauben der Herrnhuter anhält und dem Glauben generell, dass man den göttlichen Berg besteigt. Wir befinden uns jetzt bei OT, vielen bekannt als ohne Titel oder besser gesagt Original Textilstein, Florian Nörls Meisterwerke in Reinform. Textilstein ist eine eigene Art, die sich Florian Nörl über die Jahre angeeignet hat und er verrät sie auch nicht. Es ist sein Markenzeichen, seine Arbeit, sein Wissen, seine Textur, sein Fingerabdruck. Und das ist sozusagen die erste Ausgabe, die es dazu gibt, sein Katalog. Okay, Original Textilstein. Textilstein hat Gemeinsamkeiten ein bisschen wie der Granitstein. Es besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander wachsen und neue Strukturen geben. Florian Nörl sammelt Stoffe, die ihm zugetragen werden oder die er irgendwo findet, schneidet sie in Bahn und diese werden dann aufgerollt. Also wenn man genauer guckt, sind das gerollte Bahnen und danach ordnet er sie bei jedem Bild dementsprechend an. Er geht hier auf Farbkomposition ein. Die
Farben sind alle original aus den Stoffen, werden sozusagen nicht gefärbt. Was das Faszinierende an der Arbeit ist, sie wirkt so leicht, es hat so einen kleinen Flimmern im Gesicht, etwas Schwebendes. Aber jetzt ehrlich mal aus dem Nähkästchen geplaudert, diese Arbeit ist absolut nicht leicht. Die hat fast an die 40 Kilo und die mit einer Leiter hochzubringen, war schon harte Arbeit. Trip by Trip. Sagt schon mal alles. Also wenn man hier hochkommt, geht man erstmal den Granittreppen hoch in barocker Form, sehr ausfällig, sehr schwebend. Das Bild wirkt auch recht leicht und empfang. Man erkennt die Grundform einer Treppe. Das ist genau das, was Florian Nörl hier wollte. Er hat sich mit verschiedenen Architekturen, verschiedenen Treppen aus den verschiedenen Zeiten auseinandergesetzt und hat die Form einer Treppe reduziert, um dann das optimale Treppenbild anzudeuten. Weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau und so weiter. Um diese Treppe ein bisschen einzufassen, um die Bewegung in die Umgebung zu bekommen einer Treppe, arbeitet er hier mit bunten Farbstoffen, die er wieder aufeinander geschichtet hat. Ganz spannend bei seinen Arbeiten, er schichtet wirklich diese immer aufeinander. Das ist wie ein Sediment, eigentlich auch genauso wie ein Granitstein entsteht, der wächst, jedes aus seinen einzelnen Teilen, einer vier Form wie ein Rechteck. Und das ist auch bei der Treppe zu sehen. Die Treppe ist so reduziert, dass sie wie ein Logo wirkt. Wir sind hier im... So, jetzt sind wir im Kavalierszimmer und begegnen V wie Form und Farbe. Hä? V wie Form, Farbe? Ja, es ist so, dass man im Mittelhochdeutschen keine richtige Formfestlegung fand, ob es mit F oder V geschrieben wurde. Das war regional unterschiedlich und mit dem beschäftigt sich Florian Nörl. Also, das V ist hier in den Bildern zu sehen. Sehen Sie hier das V hinter mir und daneben. Und er setzt sich damit in der Form auseinander, dass er versucht, es umzudrehen mit einem Dreieck. Hier ist es ein bisschen der minimalistischen Art anzusehen. Das Dreieck ist immer etwas Stabiles und dem auch entgegengesetzt das V, das auf dem Kopf steht, ist es ja für uns auch wieder wie ein Dreieck. Und das ist instabil. Das heißt, es gleicht sich sozusagen aus. Er spielt mit hell und dunkel, welche Wirkungskraft das hat. Und um das V hier zu stabilisieren, hat er nochmal ein Rechteck in die Mitte gesetzt. Das ist auch wieder eine stabile Form. In dem Bild daneben ist das Dreieck so aufgebaut, dass es links schwerer wirkt, weil er in den Raum reinkommt. Rechts stapelt sich das auf wie ein Berg und hier sind wir in der barocken Rokoko-Farbe in diesem Türkis. Ich weise so direkt darauf hin, weil unser Schloss, das Türkis, sich überall durchzieht und man hätte das Gefühl, er hat es extra für uns hergestellt. Das andere Bild, hier sehen wir hell und dunkel im Kontrast, mehr Weiß, mehr Schwarztöne und man hat das Gefühl gar nicht, dass das Dreieck so extrem herauskommt, sondern es weicher wirkt wie im Zerfließen. Und das ist die Durchmischung und gleichzeitig die Form in dem V hinein wachsend, fließend, wie ein Gebirge, was gerade zerschmilzt. Schloss Königshain. In minimalistischer Art, Minimal Art dargestellt, wurde sie von Özlem Nörr. Hier sehen wir Fantasy Summer. Sie arbeitet mit englischen Titeln. Sie stammt ja ursprünglich aus Izmir und dem hat sie auch mit eingebracht die florale Art an Matisse, Henri Matisse,
angelehnt, sozusagen ihre Hommage an ihn. So, Minimal Art, was heißt das? Wir nehmen jetzt sozusagen die Realperspektive weg, setzen das in einen minimierten Fokus. Oh, das sieht man besonders an den Fenstern, dass sie kleiner gehalten werden, etwas zurückgedrängter. Was man noch sieht, da sie ja von der Türkei über bis nach China durch die stringenteren Formen beeinflusst wird in der Minimal Art, erstens hier oben an den Tieren, dass sie nicht direkt vorkommen bei uns sind, sondern auch an den Wolken, dass sie in einer Struktur, eigentlich auch dem Barocken aufgefangen, wieder gezeigt werden. Sie sind in Bewegung. Was interessant ist, sie arbeitet nicht auf einer weißen Leinwand, sondern der Untergrund ist dieses orangene Lein. Das zieht sich bei ihren Arbeiten komplett durch, auch wenn sie auf Pappe malt. Der orangene Ton finden wir immer wieder. Funny Smile ist der Titel dieses Bildes. Warum Funny Smile? Weil Özlem Nörl und Florian Nörl haben hier in der Region immer wieder die Häuser gesehen, die einen anschauen. Das wird man auch bei Florian Nörl sehen. Und deswegen auch dieses Smile, also die Häuser haben Charakter, die haben ihre besonderen Spuren bei den beiden hinterlassen. Und das bringt sie hier in dieser Arbeit wieder mit ein. Und wir sehen auch hier wieder den orangenen Untergrund. Und sie versucht, die Architektur viel stärker ins Leben zu rücken. Also man hat das Gefühl, dass es hier in eine Art Comic-Style kommt. Das ist sozusagen auch daher geschaffen, dass sie ja Bühnenbildnerin ist. Sozusagen das Bild immer ein bisschen etwas Peppiges, was beim Betrachter auch rüberbringendes soll, das Gefühl. Und das bringt sie in der Arbeit besonders gut zur Geltung, obwohl es sich mit der reinen Architektur auseinandersetzt. Erinnern Sie sich an das Kavalierszimmer über uns, an den V-Formationen von Florian Nörl. Sie sehen hier das Kavalierszimmer in der Arbeit von Özlem Nörl. Übrigens, die beiden sind ein Künstlerpaar, die in Linz jetzt leben und arbeiten. Sie beeinflussen sich hier an Schloss Königshain gegenseitig. Das ist das erste Mal, dass sie zusammen sich ein Atelier teilen, sich regelmäßig sehen. Und mit ihrer Arbeit hat sie ihn auch in seiner Architekturskizze ein bisschen mehr verstärkt. Hier sieht man die Abstraktion des Lichtes. Die Arbeit heißt Afternoon Lights. Wenn Sie hier mal schauen, im Hintergrund hat man das Gefühl, da ist nur Natur zu sehen. Und wenn Sie sich aber wirklich im Kavalierszimmer befinden, würden Sie jetzt auf einen barocken Garten schauen mit dem Flügel des Kavalierszimmers. Ich glaube, Kavaliershaus, Entschuldigung. Unterhalb sehen Sie auch nochmal das Fenster, was sich hier spiegelt mit dem Abendlicht. Aber man findet hier zwei Differenzen. Zum einen ist es hier das Nachmittagslicht und hier eher das Tageslicht, was hineinscheint. Man sieht hier keinen Sonnenuntergang, aber es korrespondiert wunderbar mit dem hölzernen Fußboden im Kavalierszimmer, was ca. 150 Jahre alt ist. Und so spielt sie mit der Architektur von Schloss Königshain.